Thomas Heinze, offene Worte sein Patchwork-Glück. Thomas Heinze, 58, hat sich nicht nur durch seine Rollen in Kinofilmen wie Das Superweib oder Zwei Ohrküken einen Namen gemacht. Er war zudem häufig im Tatort zu sehen und ist dem TV-Publikum darüber hinaus als Polizeichef Dr. Gustav Engler aus der Krimiserie Marie Brand bekannt. Ab Freitag, 24. März 2023, übernimmt er außerdem die Hauptrolle des Kriminalhauptkommissar Kaspar Bergmann in der ZDF-Kultserie Der Alte. Auch privat könnte es für den Schauspieler nicht besser laufen. Im Interview verrät er nun das Geheimnis seines Patchwork-Glücks. Thomas Heinze war von 1992 bis 2002 mit Nina Kronjäger, 56, liiert. Nach der Trennung brachte die Aktrice 2003 ihre gemeinsamen Zwillinge Lennon und Lucille zur Welt. Zu diesem Zeitpunkt war der heute 58-Jährige bereits mit seiner neuen Partnerin, Radiomoderatorin Jackie Braun, 50, zusammen. Mit ihr bekam er wenig später Sohn Sam. Innerhalb von rund 6 Monaten wurde der Schauspieler 3-mal Vater. 20 Jahre später ist Jackie noch immer die Frau an seiner Seite und auch zu Kronjäger habe er ein gutes Verhältnis. Wie er gegenüber Bunte offenbart: Das mache das Patchwork-Glück perfekt. Es war herrlich. Aber ich kann mir da nicht die Krone aufsetzen, das war das Verdienst der 2 tollen Frauen. Die einfach erwachsen gesagt haben, kein blöder Zickenkrieg, es geht jetzt nicht um uns. Es geht um die Kinder, betont Heinze. Den Alltag in Berlin hätten sie stets alle zusammen bestritten und auch gemeinsam Urlaub gemacht. Unsere Wohnungen sind 10 Minuten voneinander entfernt. Die Kinder sind zusammen aufgewachsen. Mit Nina Kronjäger habe der die Hochzeitdarsteller eine tolle Zeit gehabt und mit Jackie bin ich jetzt wahnsinnig glücklich. Anführungszeichen. Verwendete Quelle: bunte.de